Ja, ihr Leute, es wird Just Eddie auf entspannt angelehnt hier. Wir chillen gerade wieder. Wir chillen gerade. Ja, es ist schön wieder bei euch zu sein, auch wenn es nur ein kleines kurzes Video ist. Aber ich wollte ein bisschen auf ein paar Sachen eingehen. Wahrscheinlich schaffe ich nicht mehr auf alles einzugehen, auf das ich eingehen wollte. Aber wir gehen zuallererst mal auf die Umfrage ein vom letzten Stream, die ich danach im Discord gestartet habe. Und zwar ging es dabei darum, dass ich gemerkt habe, viel kam während des Streams irgendwie für mich so zustande, dass ich mir Sorgen gemacht habe dann, vielleicht kriege ich es ja nicht ganz mit, welche Leute eigentlich gar nicht mehr auf zocken wollen. Und weil ich gemerkt habe, wird öfters gefragt nach Party oder nach Traden. Ich hatte Sorge, vielleicht findet den Leuten das nicht mehr oft genug statt und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so, ich habe mir Sorgen gemacht und dachte mir so, Eddie, starte mal eine Umfrage und frag mal, wer will alles auf Merv zocken oder wer würde gerne auf Origin rüber switchen? Und prinzipiell war damit nicht nur Origin gemeint, sondern generell nicht mehr Merv. Aber ich sag's mal so, für mich wäre jetzt der einzige alternative Server momentan Origin tatsächlich. Und deswegen habe ich mal nachgefragt. Und tatsächlich kam bei der Umfrage raus, dass 23 Leute immer noch weiter gerne auf Merv zocken und 10 Leute auf Origin gerne gehen wollen. Bei den 10 Leuten, die gerne auf Origin gehen wollen würden, sind mittlerweile selber auch schon, das sind welche, die sind sowieso auf Origin. Die waren entweder schon vorher auf Origin oder die wollen jetzt gerne rüber oder sind jetzt gerade frisch rüber. Nicht viele davon sind eigentlich auf Merv, sondern zocken sowieso auf Origin. Von daher, diese 10 Leute sind gar nicht Leute, die jetzt unbedingt auf Merv noch sind und sich da so durchquälen und so. Und da bin ich sehr erleichtert, wisst ihr? Da bin ich sehr froh, weil genau das war auch der Ursprung oder der Grundgedanke, warum ich diese Umfrage gestartet habe. Nicht, weil ich selbst drüber switchen wollte, das wurde auch im Stream eigentlich relativ gut klar, dass es gar nicht darum geht, worauf ich Bock habe, sondern dass ich Schiss hatte, ich kriege es bei euch nicht mit, dass ihr darauf gar keinen Bock mehr habt. Genau. So viel zum Ergebnis der Umfrage. Ich bin auch euch sehr dankbar, dass ihr so viele daran teilgenommen haben. Jetzt gehe ich weiter auf eine Sache und zwar, wenn ich jetzt hier weiter runtergehe, kam dann eine Nachricht von Darkior. Gucke, ob man das alles sieht. Ja. So, also. Eddie, ich habe bei Elefor angefangen. Da mir deine Videos, die ich auf YouTube gefunden habe, gefallen haben und du mir sympathisch warst. Ich hoffe, das warst, war einfach nur ein Zeitfehler. Als du dort aufgehört hast, habe ich auch aufgehört. Jetzt habe ich gewartet, ob du wirklich auf Merv bleibst, bevor ich dort anfange. Und tada, habe ich vor ein paar Tagen dort angefangen und bis Level 50 gespielt. Jetzt kommt eine Umfrage, ob du ob Origin sein soll. Lol. Aber wenn wir nach Origin wechseln, kein Thema, wäre ich dabei. Aber wenn du dann auf Origin auch wieder aufhörst, war es das erstmal mit meinem Follow in Anführungsstrichen. By the way, hab für beides gestimmt. Das ging natürlich auch, finde ich auch gut, wenn man das macht. Ach ja, mit Follow meine ich nicht, den Follow bei Twitch zurücknehme, werde weiterhin zuschauen, aber ich werde keine weiteren Server neu anfangen, bei denen du anfängst. Das liegt daran, dass ich immer reingecached habe und Zeit investiert habe und dann trotzdem wieder bei Null anfange jedes Mal. Eigentlich, also das war so ein Kommentar, wo ich mir ganz kurz gedacht habe, so, er hat mich missverstanden. Aber auf der anderen Seite dachte ich, er zeigt aber genau das auf, wovor ich Angst hatte. Und zwar genau dieser Aspekt mit dem Reincachen, mit dem Neuanfangen, mit dem Hin und mit dem Her. Ob es Leute gibt, die eigentlich denen das Reincachen und so egal war und eigentlich gerne wechseln wollen. Oder ob es Leute gibt, die gerade reingecached haben und sich denken, Mist. Deswegen habe ich oben, und das zeige ich jetzt ganz kurz bei der Umfrage, die ich gemacht habe. Ich hoffe, man sieht das hier gut. Wartet. Sekunde, ich muss hier schauen. Doch. Merv, da habe ich hingeschrieben, bin gerade erst gejoint, bin endlich gut dabei, habe gerade reingecached und will jetzt auch hier bleiben. Und bei Origin habe ich geschrieben, Merv ist damit ja nicht abgeschrieben. Ich warte nur darauf, dass endlich der Serverwechsel stattfindet. Wäre geil mit unserer Community. Bin eh schon da. So, und genau das ist letzten Endes dann der Fall gewesen, dass ich davor Angst hatte, dass Leute vielleicht so, ja, wenn jetzt so ein Wechsel stattfinden würde, unglücklich wären und so weiter. Oder wenn der Wechsel nicht stattfindet, damit unglücklich sind und so weiter. Und eigentlich hat Darky nur genau das aufgezählt, was ich auch unterbewusst für mich gedacht habe, was wäre denn, wenn wir jetzt wechseln würden? Und das hat er eigentlich ganz schön und deutlich damit gezeigt. Er hat mich nur insofern missverstanden, dass es gar nicht darum geht, dass ich jetzt wechseln wollte.
Ich finde den Gedanken aber sehr wichtig, auch zu wissen, wie das jemand empfindet, weil das war ja genau das, was ich gedacht habe. Es gibt bestimmt Leute, die sich denken, toll, jetzt wechseln wir wieder, dabei bin ich gerade hingekommen und so, und sich dann so ein bisschen verarscht fühlen oder irgendwie so, oh, wie soll man es nennen, irgendwie so ein bisschen nicht gut fühlen einfach mit dieser Sache. Ne? Ich kann das nämlich verstehen, man läuft jemanden hinterher und der wechselt immer wieder, so, ne? Und dabei, und das möchte ich jetzt nochmal betonend sagen, und deswegen war mir das Video jetzt auch wichtig zu machen, ich streame Silk Road, aber viel mehr aus Streaming-Sicht aus, also Streaming-Sicht her, und auch teste ich einfach Server. Merv ist tatsächlich jetzt zwar der Main-Server geworden, bedeutet aber nicht, und das ist jetzt ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass das mein persönlicher Server für immer ist und so. Also klar, wenn ich immer auf dem Server zocke, cool. Aber an sich bin ich da relativ offen, weil mir geht es vielmehr darum, eine Community zu vereinen, die Community glücklich zu stellen, dass die Leute Bock haben, zusammen zu zocken, zusammen irgendwo sich sammeln. Ich habe immer gesagt, man muss nicht alle auf einen Server zocken, aber es ist cool, wenn der Hauptteil zusammen da zockt. Und deswegen wollte ich bei der Umfrage gucken, wo will der Hauptteil denn zocken? Und da bleibe ich auch. Da bin ich dann auch. Heißt nicht, dass ich irgendwann sage, boah Leute, für mich ist die Reise auf Merv jetzt zu Ende. Ihr könnt natürlich gerne da bleiben, weil letztendlich erreiche ich ja immer noch dasselbe. Ich fokussiere eine Community irgendwo. Und ne, am besten auch in einem Lager oder in ungefähr ein, zwei Lager oder so, dass sich das nicht alles aufteilt auf 10 Server, dass keine Ahnung, keiner mehr miteinander spielt oder so, ne? Deswegen habe ich so oder so das gewonnen, was ich wollte, egal auf welchen Server ich zocke. Das sollen die Leute, die meine Videos gucken, aber nicht vergessen. Ich könnte theoretisch gesehen jederzeit den Server wechseln. Und das ist einfach eine Tatsache. Ja. Aber ich möchte damit jetzt noch trotzdem nicht sagen, ich bin jetzt bald weg, sondern ich bin glücklich auf Merv. Ich zocke da gerne. Ich will weiter da zocken. Ich habe noch weiter Ziele und ich glaube, es wird auch noch weiterhin sehr geil sein. Und ich habe auch gesehen, dass in den letzten Tagen auf Discord auch übelst was abging. Da danke an alle aus der Community, die dazu beitragen und so weiter. Ich bin euch dann natürlich immer ich bin euch todesglücklich. Ich bin euch todesdankbar dafür. An alle Gildenleader, die ich habe, an alle Leute, die mich da unterstützen, alle Leute, die nicht Gildenleader sind, aber dennoch immer total dabei. Man merkt einfach, dass die Community aus mega fähigen Leuten besteht. Bin ich super froh. Deswegen jeder, der noch nicht Teil von der Community ist, guckt mal unten in der Infobeschreibung, da sind ein paar Links und so weiter. Joint einfach. Joint einfach, das ist immer gut. Und so viel zu dem Thema. Dann eine Sache, die ich jetzt leider hier nicht habe, die ich euch zeigen kann, sind ein paar Kommentare aus meinem letzten Video. Ich glaube, ich mache dazu nochmal ein gesondertes Video. Aber eine Sache will ich trotzdem noch sagen, die jetzt gekommen ist. Und zwar wurde jemand gebannt fürs angebliche Botten, was anscheinend ein Fehler ist. Ja, ich will mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Egal, ich mag jeden aus der Community. Aber ey, ich lege für euch nicht meine Hand ins Feuer, weil wenn ihr bottet, bottet ihr. Ist kein Weltuntergang. Aber deswegen weiß ich nicht. Er sagt, er bottet nicht. Ich glaube ihn an sich. Deswegen sollte euch das jetzt gerade auf Merv passieren und ihr werdet gebannt wegen angeblichen Botten, könnte es ja alles Mögliche sein. Gibt momentan nämlich dann so eine Frage in-game, die man beantworten muss, wenn man AFK war, sonst wird man aus dem Game gekickt, dachte ich. Vielleicht wird man auch gebannt, I don't know. Aber auf jeden Fall rate ich euch wirklich dazu, nochmal drauf zu achten. Es könnten Makros sein, wenn man die nutzt, irgend so eine Makro-Tastatur oder so. Ich weiß es nicht. Solltet ihr gebannt werden, meldet euch im Merv-Discord beim Merv-Admin. Und ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das nicht noch häufiger vorkommt. Naja, in dem Sinne, Freunde, ballert mir mal in die Kommentare, egal ob ihr schon Teil der Community seid oder nicht Teil der Community seid, warum ihr Bock habt, weiter auf Merv zu zocken, was eigentlich das Geile für euch da ist. Sei es die Community oder irgendein Feature oder die Zukunftsvorstellungen und so weiter bezüglich Merv, schreibt es mir mal in die Kommentare. Seid ihr auf einem anderen Server und seid da auch happy, dann schreibt mir mal das in die Kommentare, warum ihr da so glücklich seid und was euch vielleicht auf Merv fehlt oder warum gerade euer Server so geil ist. Genau, ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch deswegen in dem Sinne alles Gute, Freunde, und würde sagen, bis zum nächsten Mal.